das Game vorbei. Ja, Linetox gegen Splash Match. Fängt jetzt an. Jetzt geht's um die Wurst. Losers Semifinals. Ja, vom Ding her müsste das Linetox gewinnen. Aber Splash Match darf man auf jeden Fall nicht. Unterschätzen. Wir haben ja eben schon gesehen, was er alles kann. Auch hier Mewtwo ähnlich leicht wie Sephiroth. Also hat er die Gefahr, dass er einfach rausgefördert wird. Muss also sehr vorsichtig hier spielen in diesem Matchup. Auch schon bei diesen Prozenten. Einfach wegen sowas. Oh, hat nicht gesweetspottet. Ich glaube, das hätte ihn gekillt sonst. Ja, und wir sehen schon, Linetox spielt jetzt hier sehr, sehr patient und vorsichtig. Ja, und scheint sich auch aus. Ja, das war schwer auch aus der Situation rauszukommen. Also Mewtwo hat sehr hohe Jumps und seine Back Air hat sehr viel Range. Und damit hätte er ihn auf jeden Fall getroffen, wenn er da nicht ausgewichen wäre. Aber auch so. Jetzt, wo Linetox gespielt hat, wird er versuchen, aggressiver zu spielen, aber schießt sofort den Stock ein, weil er ein bisschen impatient war. Das hat er versucht zu jumpen, ausgefeuert zu jumpen. Okay, Forward Throw für den Damage. Station Throw. Dash Attack killt diesmal aber nicht. Okay. Mal schauen, ob er ihn diesmal halten kann. Ja, er wählt immer diese Jump-Option von der Edge und er wird immer direkt dafür gepunished. Da muss er sich auf jeden Fall was anderes überlegen, einfach gegen diese Kinder nichts machen oder sowas. Ist einfach zu offensichtlich. Ist viel zu offensichtlich. Ja, er muss sich jetzt halt überlegen, wie er es anders lösen kann, weil er hat jetzt schon zum zweiten Mal die Stock-Lead verloren für die gleichen Fehler. Bobby kann das einfach zu bepunchen als ein Jump. Ich meine, der hat einfach so gute Aerials. Oh. Ja, das hier wird hier wieder drin, glaube ich. Ich glaube, da wird kein Game wirklich obvious von sein. Boah, das war auf jeden Fall risky, da einfach über ihn zu hovern. Ja, und da ist Back, ja. Die killt safe. Bei den beiden killt das safe. Wir gucken uns einfach mal das Silberbracket an. Mhm. Wir haben heute Belcampo, war eigentlich geseedet Top 8, aber hat gegen. Ja, gegen wen hat er verloren? Gegen Chungus? Nein. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Gegen Syntek, genau. Gegen Syntek verloren, der jetzt hier in der Top 8 ist, siebter geworden ist. Und ja, der holt sich hier gerade, der steht schon im Grand Finals vom Silberbracket und wartet auf Kenzi und Levi. Okay, also Game Nummer 1 geht an Linetox und ja, Game Nummer 2 startet eigentlich wie das erste. Ich
habe inzwischen die Aerial, so die Jumps von Splash Mage zu catchen, bevor er irgendwas anderes bewegen kann. Ne? Normalerweise schafft er, glaube ich, 2 Aerials in einem Turnier. Schafft es ja auch, die Lead zu bekommen. Mal schauen, was er damit machen kann. Die gleich wieder, ja. Aggressiv, aber er hat den Jump verloren. Und damit. Ja, endlich mal ein Splash Mage, die er aber nicht lange halten kann. Ja, man sieht schon, dass das Momentum eher zu Lumikox tendiert, aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Okay. Splash Mage hier. Ach, shit. Nee, ich meine auch, dass das erste Splash Mage gewonnen hat. Okay. War, glaube ich, gerade nur falsch angezeigt kurz. Ja, damn. Okay. Also, das wäre auf jeden Fall ein Upset, wenn Splash Mage das hier einfach 3-0 über Linotox gewinnt. Aber, ja, wie gesagt, also normalerweise es tendiert schon zu Linotox, aber er kann einfach seine. Kann sie nicht halten, weil er immer an die Edge kommt und dann super viel stirbt. Ja, also auch da habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen zu hastig ist. Zu hastig, ja, würde ich genau, würde ich auch sagen. Also er muss ja nicht sofort eine Edge-Option wählen. Er kann auch erstmal gucken, was passiert. Und dann ist es halt wichtig zu wissen, wie man auf, ja, vor allem dieses Feuer reagieren soll. Also du willst eigentlich nicht springen. Einfach weil du bist vom Feuer getroffen oder du bist von der Area getroffen. Und wenn, dann musst du es machen, bevor das Feuer da ist. Okay. Das hier sieht jetzt allerdings ein bisschen Stomp-mäßig aus. Oh oh. Oh, lebt immer noch. Kann hier taggen und verliert trotzdem den Stop. 60%. Mal schauen. Diesmal sollte Linotox in der Lage sein, die zu halten. Ja, also da war er jetzt auch gerade wieder schon ein bisschen geduldiger als gegen Ende von der letzten Runde. Ich habe einfach das Gefühl, dass er noch aggressiver spielt. Ja? Als Ausgleich einfach, okay, ich muss jetzt einfach noch aggressiver spielen. Okay. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt irgendwie nicht so Patience. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass er auch schon an ein paar Sachen adaptiert hat, die Splash Mage so auf Lage hat. Und ich habe das Gefühl, dass er einfach viel mehr Jumps catcht, dann mehr. Ja, also ich meinte auch jetzt eher auf die Edge an sich bezogen. Ah ja, okay. Ja, es killt diesmal noch nicht. Einmal quer über die Stage. Aber die näher. Und wieder Sprung Catch mit Feuer näher. Weil in dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar die bessere Option, einfach gar nichts zu machen und ein bisschen Feuerdamage zu fressen. Weil dann ist er so weit unten, dass er nicht von mir mehr getroffen wird. Vielleicht dann von anderen. Aber ja, so kommt er halt immer wieder in die gleiche Situation. Und ja. Natürlich sieht es jetzt trotzdem deutlich besser aus für Linotox. Also es würde mich wundern, wenn er das noch droppt. Aber es war halt bei den anderen Matches, die etwas knapper waren, natürlich ebenso, dass er die noch aus der Hand gezogen hat. Oh oh. Oh, er konnte raus, er hat. Okay, sonst wäre er jetzt schon gestorben. Bei 69% einfach. Noch nicht so ganz überzeugt, dass er das einfach so gewinnt. Also wenn
Oh ja, das ist schon wieder der Early Kill einfach. Catch ihn hier, also das Feuer ist schon wirklich signifikant für Splash Mage, dass er hier ganze Sets gewinnt. Oh, aber die. Ja. Ja, diesmal wurde das Cross. Crossbeam oder wie auch immer das heißt. Direkt weggereflektiert. Und diesmal gewinnt Linotox. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall eine vierte Runde. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob Linotox es jetzt praktisch raus hat und ob er nochmal so eine dominante Lead bekommen kann. Weil wenn er die nämlich nicht bekommt, dann kann das hier nochmal ganz anders aussehen. Weil wir gesehen haben, wie gut Splash Mage das Ganze zurückbringen kann. Ja, ist wieder eine Edge-Situation gewesen, aber diesmal war das Feuer über die Edge geflogen. Ist aber wieder mit Strom. Also, das ist so ein kleines Habit, habe ich das Gefühl bei Linotox, dass er gerne von der Edge springt. Mewtwo auch ein Charakter, der dafür, dass er so leicht ist, eine große Hitbox hat. Normalerweise sind leichte Charaktere so kleine Bälle oder sowas, wie Kirby oder Pummeluff. Gibt es natürlich auch noch Ausnahmen wie Sephiroth, der einfach so ein langer Lulatsch ist, aber er ist trotzdem nicht breit oder so. Und Mewtwo, dadurch, dass er einen Schwanz hat, ist so ein Dreieck, großes Dreieck einfach. Und das kann sehr, sehr schwierig sein. Oh, und schon wieder der Early Kill. Wieder Feuer und wieder Upsmash. Ja, das war. Den Ulrich. Kann die Lead nicht halten. Macht das schon gut, also Splash Mage kann schon ziemlich gut spacen. Hier ist auch sehr patient. Also wäre das Game hier reine Patience, Splash Mage würde gewinnen. Diesen Matchup zumindest. Ich glaube, gegen SDN würde er nicht mehr gewinnen, weil der ist praktisch Patience personified. Okay. Also hier wieder hohe Prozente für Linotox. Schön ist hier Patient. Oder Space hier auch weg. Ganzen Shadow Balls. Was an denen besonders ist, dass sie halt so rumwippen. Das kann für Verwirrung sorgen. Und schon wieder der Early Kill. Ja, jetzt ist so early, aber. Ich schaff's auf jeden Fall wieder mit dem Feuerball. Das ist wirklich so das Kryptonit gerade von Linotox. Und Game Nummer 4, 2 zu 1, Splash Mage. Linotox natürlich auch nicht in Disadvantage sein. Wie gesagt, einfach dieses Patience-Problem. Und jetzt gerade, wir sehen es, mit Splash Mage, das sieht sehr gut aus. Sieht gerade auch so aus, als ob er das Ganze hier gewinnt. Er braucht wirklich nur noch einmal das Feuer treffen. Der hat das ja fast jedes Game, fast jeden Stock hat er damit gezogen. Also sieht das hier wirklich sehr, sehr schwierig aus für Linotox, das Ganze zurückzuholen. In einem lichten Moment hat er eben in Game Nummer 3, wo er einfach super aggressiv gespielt hat, gar keinen Raum gegeben hat. Oder der wenn es nach oben geht. Also. Okay, jetzt ist Game Time für Linotox. Letzte Chance, um zurückzukommen. 130 ist auf Mewtwo schon wie 250 auf Golden. Oh, das Deck reicht nicht. Das war wichtig gerade. Jetzt ist er nämlich auf Max Rage. Wieder Hit von Splash Mage. Wieder killen. Jetzt. Okay, jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht schafft das in Splash Mages Kopf jetzt zu kommen. Starter. Der kommt sehr gut, der Damage! Oh mein Gott, Linotox! In der letzten Sekunde, Alter, siehst du diese Animation? Ja. Die kann man two-framen. Man gesehen, wie sehr er auch rübergegriffen hat einfach.
Ja. Wow, richtig. Das war wirklich richtig starkes Finish von ihm da an der Stelle. Ja, er hatte nur diese eine Chance. Und die hat er so gut genutzt gerade. Ja. Ja. Sehr gut gespielt gerade von Linotox. Und wir gehen auf Game Nummer 5. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier vielleicht irgendein Stage-Counterpick oder so sehen. Nö, einfach Pokémon Stadium wieder. Wie so häufig ist so die meistgespielte Stage, würde ich sagen. Leute, ich auch. Also, einfach im Übersicht. Also, viel. Also, dass du da dieses Screen zu sehen hast. Und wenn du springst in der Mitte, dann siehst du dich so in unendlicher Reihenfolge da hinten. Okay, jetzt hier gerade ein wichtiger Moment für die Metox. Kann er vielleicht auch noch Early Kill bekommen? Hier auch wieder so ein Timmy wird. Ja. Das ist gar nicht sehr schön. Aber kannst du wieder nicht lange halten? Oh, sehr aggressiv. Vielleicht die richtige Taktik hier. Ja, der hat ja in Runde 3 eigentlich auch schon. Ich finde schon lustig, dass das Beste, was für Linotox funktioniert, jetzt gerade in diesem Moment einfach pure Aggression ist. Mhm. Nicht, dass er irgendwie das Feuer avoided oder so, sondern einfach, okay, ich muss einfach noch aggressiver spielen. Dass das halt einfach so gut klappt. Ja, manchmal muss man halt vielleicht doch mit dem Kopf durch. Ja. Aber wird ihm das auch in diesem Game Nummer 5, Number 5 helfen? Und das wird sich jetzt herausstellen. Es sieht im Moment ganz gut aus, aber dieser Stock, wenn er sich weiter von den Feuern so gleich treffen lässt, kann er wahrscheinlich nicht lange halten. Falsche Richtung. Mewtwo kann zwar das Feuer reflektieren, aber das fliegt dann einfach irgendwo ins Nirvana. Also wenn Splash Mage dann nicht aktiv reinspringt, dann sehe ich auch nicht, wie ihm das irgendwie schaden soll. Okay. Ich sehe gerade wieder Momentum für Linotox. Momentum spielt er crazy. Er lässt sich das gar nicht mehr nehmen. Das ist interessant, weil Mewtwo, wenn der einfach so Knöpfe drückt, und könnte man denken, dass Splash Mage einfach ihn mit dem Schwert treffen kann. Aber, oh, Upthrow. Und das war's. Einfach so. Krass. Alter. Linotox holt sich das einfach so. 3-2. Lag 2-0 hinten sogar, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ja. Ja,